Messi, Lukaku, Grealish. International werden die Topstars auf dem Transfermarkt gehandelt, nur irgendwie nicht in der Bundesliga. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Denn still und heimlich haben die deutschen Clubs ein paar richtig gute Talente geholt. Schon am Spieltag 1 haben die Bundesligisten ihre hauseigenen Talente reingebracht. Die Bayern Stanisic, der BVB Moukoko, aber einige Vereine haben sich auch auf dem Transfermarkt neue Talente geholt und die wollen wir uns heute anschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talentwatch mit mir, Conan. Und ich habe mir diese neuen Talente in der Bundesliga alle angeschaut und für euch die besten rausgesucht. Der geschätzte Kollege Mali will Hauge und er bekommt Hauge, den Kumpel von Erling Haaland, Jens-Petter Hauge, ein 21-jähriger Linksaußen aus Norwegen, seit neuestem bei Eintracht Frankfurt und laut Transfermarkt.de 9,5 Millionen Euro wert. Unter viel Aufmerksamkeit ist Hauge vor einem Jahr zu Milan gewechselt, nachdem er die in der Europa League fast mit seinem alten Club Bodo Glimt rausgeschossen hatte. Bei Milan konnte er aber seine Stärken leider nicht so ganz zeigen. Eigentlich ist er ein sehr schneller, zielstrebiger Linksaußen, der ins 1 gegen 1 geht und dann nach innen zieht, um zum Abschluss zu kommen. Das hat er auch teilweise gut gemacht. Immerhin 5 Tore in 25 Spielen gemacht, nur in der Rückrunde dürfte er irgendwie kaum ran. Und das könnte auch daran liegen, dass er, und das ist zumindest meine persönliche Einschätzung, doch noch ein bisschen eindimensional und berechenbar ist. Und deswegen hat man ihn dann irgendwann rausgenommen. Jetzt ist er bei Frankfurt und ich glaube, das passt gut, auch vom Spielstil her. Auf jeden Fall wird er da hoffentlich mehr Spielzeit bekommen. Hat ja schon gut angefangen. Gleich mal ein Tor gemacht gegen den BVB. Er ist jetzt erstmal ausgeliehen, aber es gibt eine Kaufoption. Der belgische Pogba ist jetzt nicht unbedingt der schlechteste Spitzname. Speziell, wenn man wirklich ein bisschen aussieht wie Pogba. Es geht um Odilon Kossounou, 20 Jahre alter Innenverteidiger aus der Elfenbeinküste. Seit neuestem bei Bayer Leverkusen und 13 Millionen Euro wert. 23 Millionen Euro hat Bayer Leverkusen für ihn an den FC Brügge überwiesen, denn Bayer hat unbedingt einen Innenverteidiger gebraucht. Die Bender-Zwillinge haben ihre Karriere beendet, Alexander Dragovic ist weg und Tabsoba ist gerade verletzt. Aber Kossounou ist jetzt wahrlich keine Notlösung. Im Gegenteil, für mich ist er eigentlich sogar ein Upgrade. 1,91 groß, brutal schnell für einen Innenverteidiger und dazu ein sehr guter Zweikämpfer. Sein größtes Potenzial hat er für mich aber fast schon offensiv, denn ich weiß nicht, ob ihr euch an Lucio erinnert, aber er ist genauso ein Spielertyp. Nach Balleroberung durch die Mitte marschieren, durchs Mittelfeld, sieht wirklich aus wie Lucio damals. Als Kind hatte ich übrigens ein Trikot von Lucio, nämlich dieses goldene Bayern-Trikot. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Für mich ist das absolut legendary. Wo sich Kossounou auch im Vergleich zu Lucio noch verbessern muss, ist sein defensives Stellungsspiel und auch ein bisschen so seine taktischen Entscheidungen. Unter anderem im ersten Spieltag gegen Union Berlin ist er da zum Beispiel gegen Avonie nicht rausgerückt. Dann fiel das 1:0. Von daher ist da noch Potenzial. Und auch wenn die Frisur wirklich geil ist, so Pogba-Niveau, da fehlt noch einiges. Das für mich spielstärkste neue Talent in der Bundesliga ist Jesper Lindström. 21 Jahre alter offensiver Mittelfeldspieler aus Dänemark, sein neuestem bei Eintracht Frankfurt und 7 Millionen Euro wert. Und genau diese 7 Millionen Euro hat Frankfurt an Brøndby, den dänischen Meister, überwiesen. Und diese Meisterschaft lag auch zu großen Teilen an Lindström mit seinen 10 Toren und 11 Vorlagen. Wie kommt der Junge auf solche Zahlen? Er sagt selber über sich, am liebsten spielt er so in den Räumen zwischen den Gegenspielern, lässt er sich von hinten anspielen, dreht sich nach vorne und spielt dann mit seinem Auge die tiefen Bälle in die Spitze. Und das kann er richtig gut. Und ich sag euch eins, wenn Brøndby bessere Stürmer gehabt hätte, dann wäre er nicht bei 11, sondern bei 20 Assists gelandet. Am Ball selbst hat er hohes Tempo, eine sehr gute Technik, ist leichtfüßig, traut sich Sachen am Ball, wenn er in die Offensive geht. Also passt er eigentlich sehr gut in Frankfurts Spiel hinein, denn Umschaltspiel ist sein Ding. Kommt aus der Tiefe, geht ins 1 gegen 1, sucht dann den Abschluss. Gerne übrigens auch aus der Distanz, hat zum Beispiel im Pokal bei Frankfurt schon die Freistöße genommen. Also da geht schon einiges, nur körperlich muss er sich ein bisschen anpassen, nochmal ein bisschen kräftiger werden. Ist schon recht schmal, das weiß er aber selbst, hat er schon gesagt. Auf jeden Fall kräftig genug für die Bundesliga ist Mohamed Simakan, 21 Jahre alter Innenverteidiger aus Frankreich, seit Sommer bei RB Leipzig und hat den höchsten Marktwert in dieser Liste mit 18 Millionen und für mich ist er übrigens auch am weitesten von allen Talenten in dieser Liste. Für 15 Millionen Euro kam Simakan aus Straßburg, um die Fußstapfen zu füllen von Upamecano und Konaté, die Leipziger verlassen haben und ich glaube, das hat er drauf. Defensiv ist er bockstark, wirklich eine physische Präsenz, hat eine sehr effektive Zweikampftechnik, wie ich finde, und er hat drei Sachen im Gepäck sozusagen, die RB sehr an ihm schätzen wird. Erstens, er geht immer auf Ball gewinnen, also er hackt nicht einfach irgendwie den Gegner um oder haut
haut die Kugel weg. Nein, er geht immer so rein, dass er den Ball bekommt. Zweitens, wenn er den Ball dann hat, dann richtet er immer das Auge nach vorne. Wo ist der nahe Sechser? Wo ist vielleicht ein Diagonalball möglich auf den Flügel? Also da kann er wirklich alle Lösungen schnell finden. Und drittens, und das finde ich mit am wichtigsten, er ist ein aggressiver, proaktiver Verteidiger, der nach vorne verteidigt, was sehr wichtig ist für RBs Gegenpressing. Das kann er übrigens alles auch auf rechts hinten. Trotz seiner 1,87 ist er da agil genug, gegen kleinere, schnellere Spieler anzutreten. Wie? Naja, hat er irgendwie so eine Technik entwickelt, dass er die so ein bisschen stört und ein bisschen langsamer macht, bis er seine Vorteile, seine körperliche Physis reinbringen kann in so einen Zweikampf. Also das wäre die Art Gegenspieler, die mich als Aktiver richtig genervt hätte. Insofern ein sehr gutes Talent für Leipzig. 8 Millionen Euro für einen 18-Jährigen, das ist eine ganz schöne Stange Geld, die der VfL Wolfsburg bezahlt hat für Aster Wrangs, zentraler Mittelfeldspieler aus Belgien. Neuerdings ein Wolf und 6,8 Millionen Euro wert. Ich bin ein Spieler, der es mag, körperbetont zu spielen. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt der Satz, den du von deinem neuen jungen Talent im Zentrum erwarten würdest, aber irgendwie spricht's auch für ihn. Denn mit seinen 17 Jahren ist er körperlich schon echt gut beieinander und konnte sich so einen Stammplatz erkämpfen in Belgien bei KV Mechelen. Aber nicht nur so, sondern auch mit seiner Offensive, denn er kam auf 4 Tore und 2 Vorlagen. Und das, wie gesagt, als 17- bzw. 18-Jährige muss man erstmal schaffen, wie nach Balleroberung im Zentrum. Ist er einer, der den Konter per Pass einleitet und dann die langen Wege in die Spitze geht, da die Räume sucht, um zum Abschluss zu kommen. Wrangs ist also wirklich ein Spieler mit einer hohen Workrate, der also viel Aufwand betreibt, der viel macht. Trotzdem muss er sich natürlich mit 18 Jahren noch hier und da verbessern. Meiner Meinung nach in diesen Basics, die ein Aufbauspieler mitnehmen muss. Da geht es ums Passspiel, da geht es auch um Annahme und Annahmepositionen. Wie stehe ich zum Ball? Also so Kleinigkeiten, an denen er auf jeden Fall noch arbeiten und trainieren kann. Und dann glaube ich, wenn er wieder fit wird, hat gerade eine kleine Verletzung, dann könnte er wirklich einer werden, der Wolfsburg hilft. Also auf den könnt ihr euch freuen. Mitchell Bakker, Joshko Gvardiol, Florian Krüger. Es gibt eigentlich noch so viele Namen, die ich euch hier vorstellen müsste. Aber es sind einfach zu viele. Und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ich weiß, die Bundesliga hat keine neuen Riesenstars, aber sie hat eine Zukunft. Pure Emotion hier bei Time & Watch, das ist Wahnsinn. Ist diese Zukunft golden oder nicht? Das entscheidet jetzt ihr. Ich bin nämlich gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von der Zukunft der Bundesliga und diesen Talenten, die ich euch da gerade gezeigt habe? Sind die gut genug, um richtige Stars zu werden oder nicht? Bin gespannt auf eure Meinung. Kleiner Hinweis an der Stelle. Wir haben auch wieder mit Story of the Week begonnen, denn auch die Premier League ist wieder da. Erste Folge ging um Jack Grealish, den neuen Rekordneuzugang von Manchester City. Schaut also da gerne auch mal vorbei. Und ich sag bis zum nächsten Mal bei Time & Watch. Haut rein!